Es geht um den Preis der Jury, der diesmal einen ganz anderen Namen hat als vorhin. Er ist nämlich viel, viel kürzer, heißt Politik als Kategorie. Und die beiden Laudatoren, die ich jetzt dafür auf die Bühne bitte, sind die Herren Heise und Dobusch, Christian Heise vom Bündnis Freie Bildung und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Open Knowledge Foundation Deutschland, Leonard Dobusch, neuerdings Professor in Innsbruck. So. Hallo. Du musst jetzt reden. Also, ja, wir sind froh, dass wir den Preis mit der coolsten Kategoriennamen vergeben können. Und es gibt bei uns keine Nominierten, sondern es gibt nur eine Preisträgerin und Christian freut sich den ganzen Tag darauf, den Umschlag aufreißen zu dürfen. Ich kann es nicht so gut machen, wie wir es geplant hatten und geübt haben. Ich dachte, du nimmst einen Schlüssel. Nee, es wäre zu einfach. Wer wird es sein? Was glaubst du? Ja. Also, ich sag's nicht. Also, der OER Award. Ich bin zu nervös. Der OER Award 2016, in der Kategorie Politik, Preis der Jury, geht an Saskia Esken. Sehr ernst. Heute ist ja Super Tuesday, das heißt, die Laudatio beginnt natürlich mit einem Zitat eines US-Präsidenten. Lincoln wird ja der ethische Imperativ für Politikerinnen und Politiker schlechthin zugeschrieben, nämlich make sure you stand in the right place, zum Beispiel hier anhand der Buchstaben, and then stand firm. Also versuch, dich zu vergewissern, was die richtige Position in einer Sache ist. Und wenn du dir da sicher bist, dann steh auch und kämpf dafür. Ja? Und Saskia Esken hat sich, als sie neu in den Bundestag gekommen ist, und sie ist ja gar nicht noch so lang dort, muss man sagen, das Thema digitale Bildung ausgesucht. Und das ist ja breit und da hätte man auch ganz viel für Laptop-Klassen kämpfen können. Hat sie aber nicht gemacht, denn sie hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, um das es hier geht, nämlich Open Educational Resources, und darin und das irgendwie als zentrale Herausforderung, Aufgabe und Chance erkannt. Und dann mit Wurf und Nachdruck dafür gekämpft und auch mit ersten Erfolgen. Wir alle wissen, dass die ersten Bundesmittel im Haushalt auch wesentlich ihr zu verdanken sind. Es ist der Beleg dafür, dass es nicht egal ist, wen wir in diesen Bundestag reinwählen. Genau, Saskias Engagement ist wichtig. Wichtig für die Idee von Bildungsmaterialien ohne rechtliche und technische Hürden, gesamtgesellschaftlich nutzbar zu machen und wichtig für das Richten des teilweise absurden parteipolitischen Nebeneinanders in der Netzpolitik der Bundesregierung. Saskia hat dafür wie keine andere Politikerin und kein anderer Politiker in Deutschland politische Pionierarbeit geleistet und dafür gesorgt, dass der Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit, politisches Engagement und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und das, obwohl sie aus dem sparsamen Baden-Württemberg kommt. Was Saskia Esken darüber hinaus auszeichnet, ist aber ihre Uneitelkeit. Ich meine, vielleicht ist sie auch nur zu eitel, um eitel zu sein, das weiß man nie. Jedenfalls war und ist sie sich nie zu schade, bei Veranstaltungen wie Barcamps, OER-Diskussionen ganz allgemein, Konferenzen aufzutauchen, wirklich nicht nur, hallo, hier bin ich, ciao, ich war da, sondern mitzudiskutieren, ja, auch Dinge mitzunehmen, ja, und sich, auch wenn sie dort jetzt nicht unbedingt sprechen kann oder manchmal nicht mal begrüßt wird. Sie gehört damit nicht nur zu den Politikern, die zuhört und der man auf Augenhöhe sprechen kann, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, sondern auch zu den wenigen, die den Willen und die Kompetenz aufbringen, die Digitalisierung konstruktiv zu gestalten, sowie die Digitalisierung als Chance zu verstehen und daran glaube ich ganz fest, die Chance, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und Saskia Esken, und das soll hier nicht unerwähnt bleiben, handelt dabei durchaus und klar erkennbar auch als Sozialdemokratin und bewegt sich mit ihrem Engagement für möglichst offenen Bildungszugang und offene Bildungsressourcen auch in einer Tradition, vielleicht sozialdemokratischen Tradition von Lehr- und Lernmittelfreiheit.
Eine Idee, die in Form von Open Educational Resources den neuen digitalen Möglichkeiten entsprechend auch aktualisiert und ausgebaut werden will, vielleicht. Erlauben Sie mir deshalb auch als in Deutschland parteiloser Sozialdemokrat zu sagen, dass es Saskia Essens Partei gut zu Gesicht stehen würde, ihr und ihren Ideen noch eine größere Bühne zur Verfügung zu stellen. Saskia, herzlichen Glückwunsch zum OER Award. Nicht nur für dein politisches Engagement, sondern auch für dich. Alles Gute und mach weiter so.